Hallo und willkommen zu einem zweiten Teil meines Playmobil-Zimmers. Den ersten Teil verlinke ich euch mal hier oben auf dem i. Ja, fangen wir doch mal an. Also hier ist mein Fensterbrett. Da ist nichts Besonderes drauf. Hier ist ein Foto von mir, das habe ich aber umgedeckt. Ja. Hier hinten ist mein Tisch. Wenn ich irgendwelche Aufnahmen mache, die nicht so viel Platz brauchen, dann nehme ich hier eine Grasplatte. Hintergrund und kann hier einfach alles aufbauen. Hier habe ich einen CD-Player und ein Radio. Da höre ich meistens über Radio, während ich Fotos mache oder irgendwelche neuen Zimmer einrichte. Hier unten ist die Schule, die ist jetzt auseinandergebaut. Ich benutze da immer wieder die Teile für irgendwas, weil diese Schule ist einfach richtig praktisch dafür. Hier ist ja die Tür und ich habe gedacht, wir gehen jetzt mal in die Richtung, dass zum Höhepunkt das hier kommt. Ja, das hier ist eigentlich meine Bastelecke. Hier entsteht das meiste und wird da eine dieser Häuser eingeräumt. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal hier runter. In der ersten Kiste sind so hauptsächlich so weiche Material. Das sind so eine Rutschmatte, ist das, glaube ich. Ja, dann habe ich hier Filz und nochmal Filz und irgendwelche weichen Socken und Stoff und Lappen und Schnüre. Also alles, was einfach weich ist. Ja. Und dann in dieser Kiste hier. Ja, da kann man gar nicht so gut sortieren, weil es sind halt Bastelsachen. Und wenn ich da was brauche, nehme ich mir das raus. In dieser Box zum Beispiel sind Plastikutensilien, also die so Hartplastik ist. Und hier habe ich dann diese Flötenputzer. Dann mache ich das mal raus. Und da, keine Ahnung, was da noch alles drin ist. Ja, so schaut das Ganze jetzt einfach aus. Hier Cake-Pop-Stiele zum Beispiel habe ich hier. Dann hatte ich einmal zu viele Cake-Pop-Stiele und habe die deswegen da reingetan. Dann Trolley-Burger. Einfach alles, was man zum Basteln so braucht, ist hier eigentlich drin. Natürlich fehlt jetzt noch das Papier. Das habe ich aber nicht hier drin, sondern da oben. Ja, das ist mein Arbeitsplatz. Hier ist meine eine Studieleuchte. Ich habe diese hier und die da. Und dann schaut das so aus. Ja, also erstmal hier habe ich ganz viele Plakate von meinem Papa bekommen, die er nicht mehr braucht. Und jedes Mal, wenn meine Unterlage voll versaut ist, dann kann ich das einfach so hoch machen und die nächste blättern. Ja, dann fangen wir doch mal da an. Da ist erstmal meine Klebepistole oder die von meinem Opa. Und Zeba braucht man immer wieder mal. Hier unten in der Kiste sind einfach mega viele Kartonpapiere, Karten, Lametta, also mega, mega, mega viel. Ja, mache ich jetzt gar nicht mehr länger reinschauen. Dann ist hier Patafix. Sehr empfehlenswert. Benutze ich ja immer für Playmobil, wenn ich irgendwas festkleben muss. Ist auch schon wieder fast leer. Muss ich mal Neues kaufen. Und da hinten ist dann einmal Flüssigkleber. Hier habe ich ein paar Reißnägel drin. Klebeband. Hier ist mein Stativ. Dann haben wir hier diese Dekosteine. Schon in der Landschaft eigentlich immer ganz schön aus. Tesa und dann sind hier ganz viele Stifte, Scheren, Lineal. Und hier habe ich dann auch wieder Flüssigkleber und normalen Kleber. Dann der eine oder andere hat sich wahrscheinlich gefragt, ja, warum klebten die da sowas hin? Ja, also das ist die Hinterseite einer Klebefolie. Und da ein so ein Kästchen ist immer 1 cm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zweimal das gleiche Teil brauche, sagen wir mal 4 mal 2 cm, dann kann ich das halt hier abmessen. Also das ist schon mal sehr praktisch. Und da kann ich zum Beispiel auch gerade Linien oder so abmessen. Also das ist richtig cool. Hier unten habe ich mehrere Bastelblöcke und zig verschiedene Papiere. Also richtig, richtig, richtig viele. Und da unten sind dann meine kleineren Blöcke. Die sind übrigens alle vom Teddy. Da und da und da und da unten und so weiter.
Und dann oben drauf ist meistens diese Kiste. Ja, das sind einfach so Restteile, die ich vielleicht mal brauchen kann und die ich halt nicht wegschmeißen möchte. Und obendrauf sind dann Aufkleber. Ja, kann man nicht viel dazu sagen. Und nein, mein Platz schaut nicht immer so schön aus. ich habe jetzt schon extra aufgeräumt, aber meistens, nachdem ich ein Video gedreht habe, hier räume ich dann hier das Ganze einfach auf, weil sonst wird es jedes Mal blöd auch schon. Und dann hier in dem Karton sind ganz viele, ja, wie heißt denn das? Kartonpapiere halt, also so dickeres Papier. Und da unten sind Kalender, da sind einfach nochmal schöne Bilder drin. Hier habe ich 2 Rollen Klebefolie und das Brett hier, das nehme ich dafür, wenn ich zum Beispiel irgendwas, da gibt es doch diese Dinger, die man so ein Teppichmesser, brauche ich halt eine Unterlage, dafür nehme ich dann dieses Brett hier. Und nein, wir kommen noch nicht zu dem. Jetzt geht's nämlich eins weiter runter. Ja, hier erstmal ein Hocker. Wenn irgendjemand noch da ist, von meinen Schwestern, Brüder, ich will gar nicht sagen, was ich alles habe. ja, dann können die sich auch da vorstellen. Und hier habe ich erstmal meinen Bauernhof. Dann da hinten sind die Großtüre und hier ist mein Hotel. Dann da sind noch ein paar alte Bauteile drin und ein Teil der Ritterburg. Ja, hier ist nochmal ein Teil der Holzritterburg und der alten Ritterburg. Ja, so schaut es unten aus. Hier ist mein Mülleimer und da drüben ist eine Kiste, was ich eigentlich noch alles sortieren muss. Habe ich aber bis jetzt noch nicht gemacht, hatte ich irgendwie keine Lust. Aber jedes Mal, wenn ich da bin, mache ich so ein paar Sachen. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Schönsten hier im Zimmer. Ja, meine Kulisse, meine Häuser und das steht halt auch wirklich immer so. Ja, also ich habe, jetzt kann ich euch das Ganze nämlich mal gut zeigen, hier eine Holzplatte, die ist ungefähr so dick. Die haben wir im Obi gekauft und haben darauf diese Grasmatte geklebt. Das ist ein ganzes Stück und die Platte haben wir extra für die Grasmatte zugeschnitten. Ich verlinke euch mal die Grasmatte unten in der Infobox. Dann habt ihr ja schon mal in einem Video gesehen, ist hier unsere Straße. Die geht allerdings nur bis da hinten. Und wenn man mit diesem Sprühkleber arbeitet, entstehen leider immer diese Flecken. Die habe ich einfach mit diesen, okay, hier jetzt nicht, aber zum Beispiel da, habe ich die mit diesen Büschen überdeckt. Hier ist unser Familienauto. Da unten ist unser Feuerwehrauto. Schauen wir mal da rein. Dann habe ich hier diesen Zaun. Der ist, glaube ich, vom Kindergarten. Den habe ich insgesamt 2-mal. Ich habe da ein Tor und da eins, also dass man hier zum Auto gehen kann und hier rein. Ja, der Bus, der steht da. Den mache ich doch jetzt mal kurz weg. Stellen wir mal den kurz dahin. Und dann schaut das Ganze so aus. Da hinten ist der Garten von der Luxusvilla. Ja, und jetzt wollen wir natürlich auch mal die andere Seite sehen. Hier ist übrigens mein Skript. Wenn ich eine neue Geschichte für euch mache, dann habe ich natürlich den Text hier vorher schon mal. Ja. So, dann schauen wir doch mal hier hin. ja, das ist die Luxusvilla. Dieses Zimmer habt ihr ja beim letzten Mal gesehen, dieses hier. Und ja, die habt ihr auch schon gesehen. Ich verlinke euch das Video aber nochmal hier oben auf dem i. Das habt ihr auch schon gesehen. Verlinke ich euch auch oben auf dem i und das auch schon. Ja, wie ihr seht, ist das jetzt nicht picobello sauber aufgeräumt. Ja, das mache ich halt dann, wenn ich drehe und ich probiere es während der Zeit immer relativ sauber zu halten, aber es klappt halt einfach nicht immer. Und dann kommt mal jemand zu Besuch von meinen Geschwistern und dann schaut es nochmal ganz anders aus. Und da unten habe ich die Eistruhe. Jo. Und das da habe ich von Familie Hauser nachgemacht. Falls jetzt ein Kommentar kommt, das hast du von Familie Hauser nachgemacht. Ich weiß. Fand ich schön. Ja, dieses Zimmer wird bald noch eingerichtet. Die haben wir schon alle. Und dann kommt der Garten. Aber das kennt ihr ja schon alles. Ich verlinke euch, wie gesagt, oben auf dem i. Und dann ist hier mein Hintergrund.
Der ist ungefähr so dick, also gar nicht so dick, aber dennoch ein festeres Plastik. Von hinten ist der einfach nur weiß. Und dieser Plastikding ist bedruckt. Ja. Hier ist dann das große Wohnhaus. Und da drüben habe ich jetzt mal so kurz das Auto von denen hingestellt, aber nichts Spektakuläres. Ja, das war's jetzt mit dem zweiten Teil meiner Roomtour dieses Zimmer hier. Ja, ist nicht mein Zimmer, das mag ich euch nochmal sagen. Ja, also es gehört da meiner Oma und die brauchen das halt nicht. Weil die einfach genug Platz haben und halt die Kinder schon ausgezogen sind und ich darf das jetzt halt benutzen, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, weil es einfach schön ist, aufzubauen und stehen lassen zu können. Genau. Ich sage danke fürs Anschauen und tschüss. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben oder abonniert kostenlos da unten meinen Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Und auch in diesem Video grüße ich jemand und zwar die Hanna Jex. Sie hat geschrieben, deine Videos sind die besten, ich gucke mir sie immer sofort an. Du hast so schöne Ideen, dein Kanal ist der beste der Welt. Danke für deinen netten Kommentar, total lieb von dir. Liebe Grüße von mir an dich. Und dann grüße ich außerdem noch die Mimi Brüggermann. Sie hat geschrieben, ich war noch nie so früh, so schön. Danke, das freut mich und schön, dass du so früh warst. Liebe Grüße an dich, liebe Mimi. Wenn auch du gegrüßt werden willst, dann schreib einfach einen Kommentar. Und wenn du Glück hast, bist du beim nächsten Mal schon dabei. Also, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.